Er war einer der größten Killer, die je gelebt haben. Und der andere steht hinter dir! Ah, Digga! Game of Thrones? Wir machen heute wieder eine Folge Synchronsprecher. Oh, ho, ho. Aha. Dieselben? Es geht heute um berühmte Filmfiguren. Ihr seht die Figuren nicht diesmal. Ihr müsst sie wirklich erraten an der Stimme. Okay. Tja. Okay. Ja. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob ihr deutsche Serien guckt oder deutsche Filme guckt. Guckt ihr nur Hollywood oder guckt ihr darüber hinaus? Ich gucke, also um mein Englisch zu verbessern, gucke ich dann Filme und Serien auf Englisch. Alles, was nice ist. Allgemein so Marvel-Schauspieler feiere ich. Animes und so. Kung-Fu-Filme, Wuxia, Türkisch. Ich gucke Bollywood-Filme voll gerne. Ich habe noch keinen einzigen Bollywood-Film gesehen. Devdas Nummer 1, Kabikushi Kabikam und Kutsch Kutsch Hotahe. Und dann holen wir euch diese 5 Personen jetzt rein. Ich werde niemanden erraten. Niemanden. Hallo. Hallo. Oh, sehr farbenfroh. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Kommen ein paar Gesichter auf jeden Fall bekannt vor aus dem Internet. Ja, bekannt vor? 2 kenne ich schon mal. Ich würde sagen, Person Nummer 1 kommt nach vorne und dann bekommt sie eine Karte reingereicht. Und dann dürft ihr lauschen. Dein Vater starb gestern auf dem Dach des Metropolitan Building. Es war einer der größten Killer, die je gelebt haben. Und der andere steht hinter dir. Die Stimme ist geil. Ah, ich kenne die Stimme. Ja, natürlich. Aber aus ganz vielen Projekten. Ich weiß es, aber es ist irgendwo hier. Es ist irgendwo... Ich kenne die Stimme, ich mag die. Ich mag von euch allen die Stimmen. Ich sag's jetzt schon mal vorneweg. Danke. Wollt ihr schon mal raten oder soll ich die nächste... ihr habt noch einen zweiten Versuch. Versuch 2 bitte. Noch bevor die Sonne an ihrem 16. Geburtstag untergeht, wird sie in einen todesähnlichen Schlaf fallen. Ah, oh, Digga. Fuck yeah. Ich weiß. Ja, ja, ich weiß. Ich war mir unsicher bei der. Bei Game of Thrones? Ich muss meine Schande eingestehen und... Ich komme gerade nicht weiter. Aber ich kenne die Stimme auf jeden Fall. Angelina Jolie. Zum einen, weil ich Maleficent geguckt habe. Mhm. Und da habe ich so natürlich, also natürlich, das ist Angelina Jolie. Yes, sir. Okay, dann Person Nummer 2 bitte nach vorne. Ich habe gerade mit jemandem Schluss gemacht. Und da du aufgetaucht bist und außerdem auch unheimlich gut aussiehst und dich höchstwahrscheinlich sowieso nicht an mich erinnern wirst, denke ich, wir sollten Sex haben. Meg Ryan tippe ich mal. Es ist Sandra Bullocks Stimme, aber es ist auf jeden Fall so ein kitschiger Frauenfilm, safe. Da bin ich mir so sicher. Ich sollte überhaupt nicht auf dem Flug sein, aber ich war's. Da war dieser Typ, der so eine Art Geheimagent war oder sowas. Anderer Charakter. Nein, ja. Das ist Cameron Diaz. Cameron Diaz? Cameron Diaz. Wie kommst du drauf? Okay, warte, ich muss nochmal her. Ich glaube, es ist nicht Jennifer Aniston. Cameron Diaz, safe, weil sie hat immer so eine Blöde immer gespielt. Ich will nur mal sagen, dass es... echt gemein von euch ist, dass wir nur 2 Charaktere bekommen und keine Bilder, aber... Person Nummer 3 bitte nach vorne. In meinen anderen Schulen war ich das ausgeflippte Mathe-Mädchen. Es ist cool, hierher zu kommen und zu sein, wer auch immer ich sein möchte. Oh Gott. Ja. Holly? Kannst du es nochmal machen? Ja, so Highschool, so ein Highschool-Film. Weißt du, ich möchte das hier und jetzt genießen. Für mich ist das was Neues. Derselbe Ort, den ganzen Sommer lang. Das bedeutet mir viel. Besonders, wenn ich zusammen bin mit... Das gibt mir Hilary Duff-Vibes. Bei Manifest. Das ist eine Serie. Warst du auch die Stimme von Katara? American Pie, Digga! Gabriella Montez, Vanessa Hutchins. Ach, von High School Musical. Ja, natürlich, Musical. Das wollte ich auch gleich sagen. Gehst du jetzt einfach nur mit, oder? Nee, ich weiß. Das ist, ich hab das, ja, das ist von High School Musical 2. Oh mein Gott, krass. Okay, ja, aber ich hab schon mal in die richtige Richtung gestoßen. Ne? Hi. 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 Lass uns gehen. Wir waren lange genug hier. Das ist nicht unsere Heimat. Die Menschen sind hier so anders. Wir haben uns hier ein Zuhause aufgebaut, aber hast du mal darüber nachgedacht, was für ein Zuhause das ist? Ohne die Liebe deiner Mutter, ohne den Segen deines Vaters, bitte lass uns heimkehren. Mama und Papa sind hier, deine Eltern, Raoul. Gehen wir zu ihnen und bitten sie um Verzeihung. In guten sowie in schweren Tagen? Oder...
Terelie. Wie heißt dieser Film nochmal? Scheiße. Na komm. Kajol, das ist Kajol. Oh mein Gott. Judith, kannst du das noch einmal wiederholen? Das ist Kajol von Kabikushi Kabigam, Bollywood-Film. Die hat immer mit Shah Rukh Khan immer zusammengespielt. Also entweder hat sie mit Shah Rukh Khan zusammengespielt oder Aishwarya Rai mit Shah Rukh Khan. Oh, Martin, hi. Hallo. Hi. Hallo, Herr Person 5. Wenn du im Leben etwas erreichen willst, wenn du gewinnen willst, dann höre auf dein Herz. Und wenn dein Herz einmal nicht antwortet, dann schließe die Augen und denke an deine Eltern. So wirst du keine Angst mehr haben und alle Hindernisse überwinden. Dann kannst du alles erreichen. Einfach alles. Alle Stimmen klingeln bei mir, alle Alarmglocken sind an. Aber die deuten nirgendwo hin. Hättet ihr andere Charaktere ausgewählt, hätte ich hier mindestens 3-4 erraten bisher. Oh mein Gott. Denkt nur nach. Ja, das ist richtig. Aber ich versage gerade kläglich. Ich glaube, popkulturell ist das halt mehr auf mich zugeschnitten, so randomly, als auf dich. Weil kann Person 4 noch mal bitte ans Mikrofon kommen? Aha, okay, jetzt mit zusammen, ihr bleibt zusammen. Ja, können wir sofort machen. Gut, können wir? Okay. Du kriegst wohl nie genug. Wieso musst du ständig diesen bescheuerten Tussis nachlaufen? Hey, 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 hey. Merk dir, ich lauf keiner... Schon gut, ich weiß. Kannst du dir nicht endlich mal ein Mädchen suchen, das nicht nur hübsch ist, sondern auch ein kleines bisschen was in der Birne hat? Ja, ich hab ja nichts dagegen. Aber wo finde ich so eine? Das ist gar nicht so leicht. Ich sterbe gerade. Ja, du bist so zuckersüß gerade die ganze Zeit. Ich bin so, oh, nie. Oh. Oh! Das spricht mein Kind. Oh mein Gott, die Kinder! Ha, er ist Shah Rukh Khan. Das spricht das innere Kind aus. Foria Letta Letta. Foria Letta Letta. Unaufhaltsam. Ja, okay, ich würde Shah Rukh Khan hier eintippen. Okay, ja. Dann nehmen wir das. Wir fangen bei Person Nummer 1 an. Genau. Also, das ist richtig. Das ist die Stimme von Angelina Jolie. Nein! Nein! Lass mal so. Ein Punkt. Yeah. Person genau. Nummer 2. Auch richtig, Cameron Diaz. Ja! Ja! Dann hattest du Momo Vanessa Hudgens gesagt. Das ist korrekt. Oh, zwei waren. Mann, ja, die. Person Nummer 4. Ja, das ist Kajol. Ja! Ja! Das ist korrekt. Momo hast du richtig erraten. Und Person Nummer 5 ist die Stimme von Shah Rukh Khan, die deutsche Stimme. Genau. Wirklich? Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch! Ja. Also, seid ihr bereit? Du darfst dich vorstellen und dann könnt ihr Fragen stellen. Mein Name ist Claudia Urbschat-Minges. Hallo. Hallo, Claudia. Und ich bin die Stimme, die deutsche Stimme von Angelina Jolie und ganz vielen anderen. 1997 mein ersten Synchrontake gesprochen, das ist relativ spät. Und dann 99 gab es ein Casting. Und dann ging dieses Probesprechen da los mit einer Frau, die kam auf die Leinwand und ich habe gedacht, das bin ich. Also so möchte ich gerne sein und es war durchgeknallt. Das war, die Jolie hat dafür dann später den Oscar bekommen. Das war eine völlig durchgeknallte, geile Figur. Also gut, Jungs, Schluss mit lustig. Das Nilpferd geben. Ach ja, Jada Pinkett Smith. Ja, stimmt. Oder ihr kommt auf, frag mich jetzt nicht, Bulma in Dragon Ball oder irgendwie sowas. Oh, ne? Da ist er eher so... Sie rasiert uns gerade, ist euch bewusst, ne? Gehen wir mal so ein bisschen weg vom Synchron, gehen wir mal so in das deutsche... ...der deutschen Nachrichten. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Tagesschau? Ja, und wir haben da mal was vorbereitet. Hier ist das erste deutsche Datteltäter-TV. Heute im Studio Marti Fischer und Momo. Oh mein Gott, ich hab angesagt. Niemals! Nein! Maria Bello, Vera Farmiga, Jennifer Connelly. Sie spielt auch eine weitere Bollywood-Schauspielerin. Willst du noch mal raten, ja? Jeder Kummer ist der Vorbote einer baldig kommenden Freude. Devdas, bist du die Stimme von Madhuri Dixit? Oh mein Gott! Ich hätte selber nicht gewusst, wenn ich den Text gelesen hätte. Dann habt ihr auch zusammengespielt. Mhm. Bei Devdas. Ja, du siehst
Genau, du weißt noch nicht mal, mit wem du da sprichst. Also welcher deutsche Kollege da eigentlich. Absolut. Ich als Frau habe ja in der Regel, wenn die Männer 5 Sätze haben, habe ich einen. Guck dir mal irgendeinen Film an, ja, da siehst du immer der Mann, der quasselt und die Frau sagt so einmal, so wie im echten Leben. Und dann ist es halt am Ende so, du stehst da 8 Stunden im Studio und hast ein Fünftel von dem irgendwie gemacht, ja, als die Jungs. Und das ist natürlich als Frau manchmal undankbar. Hallo, mein Name ist Katrin Fröhlich. Die Stimme, die du gespielt hast, ist ein bisschen, also die habe ich jetzt anders in Erinnerung, als wie du sprichst. Ja, es ist auch schon lange her. Also Cameron Diaz hat den letzten Film 2015 gemacht. Seit ich 7 bin, seit... Wow. Wer hat dich da reingebracht, wenn du schon als Kind angefangen hast quasi? Über meinen Bruder. Mein Bruder macht das auch schon seit er ganz klein ist. Der war schon im SFB-Kinderchor und hat dann schon als kleiner Steppke gedreht. Und darüber bin ich dann auch irgendwann mal mitgegangen. Ich habe vorhin Mac Ryan getippt. Ist das? Nein. Ah, verdammt! Eine Stimme für den kleinen Außerirdischen in einem Bud Spencer-Film. Krass. Der große Dicke mit seinem außerirdischen Kleinen. Ja. Und dann habe ich diese Rolle gesprochen. Dein Durchbruch. Mein Durchbruch als Junge. Und, und du machst auch viel Synchronregie, ne? Ja. Woher weißt du das? Das weiß ich, weil ich war bei der Findet Dori-Premiere. Ja. Hast du da sogar auch mitgesprochen? Was ganz Kleines. Ich war ein Fisch im Tank ganz hinten irgendwie, wo sie dann da versucht haben, alle zu fliehen. Da habe ich einen Fisch mitgesprochen. Oder 2 Takes habe ich gesprochen. So. Aber okay. Ja, da habe ich Buch und Regie gemacht. Tony, sieh mich an. Wir werden zurechtkommen. Jetzt findest du Ruhe. Scarlett Johansson? Nein! Du hast doch Iron Man geguckt? Pepper. Hast du nicht Iron Man geguckt? Hast du nicht Iron Man geguckt? So, mir reicht's. Ja, ich gehe auch. wie heißt sie? Pepper? Ja! Pepper Woods, nee. Pepper. Ich habe dabei auch geweint. Weil ich war sie ja in all den Teilen irgendwie und das, da begleitet man so jemanden ja schon. Das fand ich echt hart. Und das war so super, super geheim, dass also ein Security-Mann vor dem Studio saß, der wirklich niemanden da reingelassen hat. Dann ging ein kleiner Bums auf, da hast du nur das Gesicht gesehen und dann ging es auch sofort wieder zu. Oh Gott. Das macht ja Spaß. Damit, ja, es ist ein bisschen schwierig, weil wenn du nicht siehst, mit wem du sprichst, kannst du ganz schlecht, also dann weißt du nicht, worum es geht. Und dann denkst du dir, warum schreie ich jetzt den so an? Ja. Wenn du jetzt als erwachsener Mensch sagst, ich möchte jetzt ins Synchron kommen, dann ist eine Schauspielausbildung schon von Nutzen. Also, dass du schon einen schauspielischen Hintergrund hast. Aber es ist nicht die notwendig. Die Kinder, die so reinwachsen, die sind, also die lernen das mit der Mutter mit. Oleg, wo ist die Bowlingkugel? Ach ja! Weißt du, so da komme ich jetzt an. Two Broke Girls? Ja. Ja! Du hast auch eine Bollywood-Stimme, die du sprichst. Ah, stimmt. Die mit dem bisschen eckigeren Gesicht, oder? Preti sind da. Ja, ja. Und dann hat die geheiratet und hat aufgehört zu drehen. Voll ja, reichen gut. Typen und dann hat sie gesagt, moin nicht mehr. Nein, vielen Dank gut. Auch. Durch die Kamera, danke. Person Nummer 3. Hallo. Hallo. Ich bin Marieke Oeffinger, hi. Ich liebe eure Reaktion. Also die Stimme passt perfekt, das machst du super. Ich finde es erstaunlich interessant, dass du eine sehr, sehr, sehr junge Rolle spielst. Also kannst ja deine Stimme sehr hoch machen, ne? Kleiner Funfact, weil das erste Zitat tatsächlich aus dem ersten Film war. Ich habe den ersten Film nicht gesprochen, sondern meine Schwester. Ach. Und die war dann für den zweiten nicht mehr verfügbar und wir klingen sehr, sehr ähnlich. Und ich konnte Hannah Montana machen und dann war sie nicht verfügbar. Ich mache sie aber halt auch seitdem. Mal abgesehen davon, dass ich echt krank war und total vereiterte Nebenhöhlen bis Bronchien hatte, bin ich immer wieder überrascht, wie wenig man es hört in den Aufnahmen. Das war 2008 oder sowas. Das klang schon sehr niedlich noch damals. Also es war noch so. Und ich spreche sie seitdem und sie entwickelt sich ja zum Glück auch. Erwartet keine großen Redeströme von ihm. Das Kapitol hat vor Jahren seine Zunge rausgeschnitten. Und nein, es gab keine Rettungsaktion, falls du das meinst. Wir sind alle von allein geflohen. Für das hier. Für dich. Hunger Games? Irgendwas? Ja. Lawrence? Nee. Viel. Die? Jennifer Dingens? Nee. Mrs. Dingens. Ah, die mit... Die Christina. Die mit der Axt und so. Hast du auch nicht-amerikanische Filme synchronisiert? Ja. Haus des Geldes zum Beispiel habe ich gemacht. Nicht-amerikanische Produktion. Hi. Hallo. Hallo. Ich bin Natascha Geißler.
Und ich kann mich nur anschließen, eure Reaktionen sind Gold. Ich freue mich so, hier zu sein. Bewirbt man sich explizit für Bollywood oder wird man einfach ausgesucht? Ich gehöre auch zu den synchronen Kindern. Also mein Anfang hat schon früh angefangen mit 8. Eines dieser Synchronkinder. Die nichts Anständiges gelernt haben. Ja, nie was anderes gemacht. Ich war zwischendrin mal in Italien. Die Liebe hat mich dahin geführt. Hat nicht geklappt, passiert. Genau, und da bin ich dann aber von Italien trotzdem nach München gefahren, um da zu arbeiten. Ja, weil ich in meinem jugendlichen Leichtsinn, ich war damals sehr jung, 19, gesagt habe, ich hänge meinen Beruf an den Nagel. Diese Wall-Street-Typen. Was haben die dem Land angetan? Die haben uns alle bestohlen. Hart arbeitende Menschen haben alles verloren. Und nicht einer dieser Ärsche ist im Knast. Das Leben ist nicht fair. Jetzt hast du Arsch gesagt. Ja! Jessica Chastain? Es ist wirklich, wirklich schwer. Ich glaube, sie hat nicht als Schauspielerin angefangen, ne? Eigentlich als Sängerin. Sie hat sich ihren Hintern versichern lassen. J-Lo? Jennifer Lopez? Ich wusste, das zieht. Da gab es den Film, der heißt Enough, wo sie häusliche Gewalt erlebt. Es gibt für Jennifer Lopez genau zwei Optionen. Es ist entweder meine Kollegin Gada Al-Arkel oder meine Wenigkeit. Ich hatte Jennifer Lopez im Jahr 2000 das erste Mal gesprochen und dann eine ganze lange Zeit lang und dann eben meine Kollegin hier in Berlin. Wie ist das für euch, wenn ihr eine Stimme abgeben müsst? Oder was sagen? Ich glaube, dass man das wahrscheinlich nicht über einen Kamm scheren kann, weil das meiner Meinung nach was ganz Individuelles ist. Wenn ihr irgendwo anruft, dann erkennt man euch dann? Mir persönlich passiert das selten. Ja, bitte. So. Hallo. Ich grüße euch. Momo, Martin, ihr macht das wirklich super. Mein Name ist Pascal Breuer. Du hast ja gerade jetzt schon erwähnt, dass für Shah Rukh Khan es ein Casting gab. Stimmt, tatsächlich gab es ein Casting, zu dem ich aber nicht eingeladen worden bin. Irgendwann kriege ich einen Anruf im Studio und das heißt, du Pascal, wir machen gerade ein Casting hier nebenan, hast du Zeit? Ich komme rein und sehe einen gut aussehenden indischen Schauspieler und habe ungefähr 20, 25 Takes. Von diesen 20 Takes waren aber ungefähr 17 Atmer und Laute. Tatsächlich war wirklich wahr. So kam ich zu Shah Rukh Khan. Ich bin teilweise von München nach Berlin, nach was weiß ich wohin gefahren. Hab auch teilweise denselben Film in zwei Studios. Ja, weil Inder haben auch gerne mal Rechte doppelt verkauft. Geht natürlich gar nicht. Also, du hast ihn kennengelernt, zu 100%. Also kennengelernt wäre übertrieben, aber wir haben uns tatsächlich zweimal getroffen. Das eine Mal war bei der Don 2 Premiere in Berlin. Aber er kam nicht, weil er war sehr krank und sollte erst am nächsten Tag zur Premiere ankommen, aber Priyanka Chopra kam. Sie kam rein mit einem bezaubernden Sari und es verschlug mir die Sprache. Aber meine damals 10-jährige Tochter, die warf sich ihr an den Hals und hat den ganzen Abend mit ihr gesprochen. Aber am nächsten Tag, wir haben uns die Premiere angeguckt und es gab so einen, nach dem Film, einen roten Teppich, der dann so in diese VIP-Lounge führte und die Stars marschierten da vorbei, Shah Rukh Khan und eben auch Priyanka Chopra und meine Tochter wedelte mit den Armen und rief irgendwas, you're looking gorgeous. Sie guckte uns an, sah meine Tochter, machte diese Absperrung auf, packte uns und nahm uns mit in den VIP-Bereich. Und da durfte ich dann eben Shah Rukh Khan kennenlernen. Ich bedauere nur eins, dass ich nicht da sein werde, um mit anzusehen, wie du deinen Traum wahrmachst. Aber ich kenne dich, du wirst es ganz sicher durchziehen. Schließlich bist du mein Bruder. Auch wenn das Blut eines Dämon durch meine Adern fließt, ihr habt mich immer geliebt. Ich danke euch. One Piece? Ja. Sehr, 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 sehr warm. Der Bruder? Ace? Bingo! Ja! Gut gemacht, cool. Ich gehe mal ganz, ganz, ganz weit zurück. Ein Film von Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. Oh. Kriegsfilm. Sehr bekannt. Titel besteht aus... Full Metal Jacket. Perfekt. Full Metal. Du warst auch dabei? Ja. Und zwar eben, das wird schön, wenn ich da... Komm doch her! Wirklich verrückt, dass ich bei diesem Film auch dabei war. Und ich hatte 4 Takes. Aber ich musste dafür ein Casting machen. Ja. Ich habe diese 4 Takes gesprochen.
Dann wurde das nach Amerika geschickt. Ja. Stanley Kubrick hat sich das angehört. Und dann hat er gesagt, ja, die nehmen wir. Und dann habe ich die vier Takes nochmal gemacht. Der hat, Stanley Kubrick hat jeden einzelnen Take sich angehört und persönlich abgenommen. Also da hat man dann auch so vielleicht 50 Takes am Tag gesprochen mit viel Arbeit. Heute sprichst du 200, 250 Takes am Tag. Stanley Kubrick bestand darauf, dass wir bei den Szenen, zum Beispiel wenn die Jungs gelaufen sind oder wenn die außer Atem waren, wir haben eine Montur gekriegt. Helme, Stiefel. Und wenn die außer Atem war, da war nicht, ich komme gerade vom Drillplatz. Nein, dann hieß es 20 Liegestützen, 20 mal die Treppe rauf, runterlaufen, hochkommen, Take sprechen. Aber ihr wisst ja immer noch nicht, wen ich da gesprochen habe. Den Vincent D'Onofrio, Private Paula, der sich im ersten Teil... Oh, ich esse auf der Zunge! Ah, ja. Wenn es gerade um SynchronschauspielerInnen geht und die Diskussion um AI, muss man da gerade aktuell Angst haben, sozusagen, um seinen Job. Sagen wir es mal so, wenn Sie die richtige Software entwickeln, dann wäre der Kunde dumm, das nicht zu machen. Es ist billiger, es geht wesentlich schneller und Sie haben keine Sicherheitsprobleme. Alle anderen sind gelackmeiert. Ich glaube nicht, dass eine KI den Zuschauer zum Lachen bringen kann, zum Weinen bringen kann, zum Nachdenken, zum was auch immer wir vielleicht schaffen, mit unserem Spiel, unseren Emotionen aus den Zuschauern rauszuholen. Oder ich fress einen Besen. Ihr dürft alle dabei sein, wenn es soweit ist. Ihr wart super. Mein Junge. Wie war es denn für euch? Schweißtreibend. Und bis auf die Blamage. War sehr nice. Hat Spaß gemacht. Man kann jetzt nicht alles im Kopf haben, ne? Mit den Bollywood-Filmen, da konnte ich jetzt natürlich nicht so viel anfangen oder genauso Anime. Also ich bin stolz auf mich. Ich habe zwei Leute erraten. Du war ein gutes Team. Und das war so heftig. Ihr hattet keine Bilder. Ist es prinzipiell schwieriger, sowas dann, ja? Bei Cameron Diaz war es zum Beispiel so, weil ich dachte so, okay, ich kenne die Stimme, aber ich habe keine Ahnung, wie sie gehört. Ja. Aber ich dachte mir, okay, es muss irgendeine Frau sein, die so immer so komische, dumme Rollen oder so spielt. Ich war ja Cameron Diaz sogar voll und ich habe es trotzdem nicht erkannt. Also, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, welche SynchronschauspielerInnen ihr das nächste Mal sehen wollt, wen wir einladen sollen. Vielen Dank, Younes. Hier könnt ihr abonnieren, ganz wichtig. Bitte abonniert. Ja. Und hier geht's zu unseren Kollegen. Comedy Club, Scheiße. Falsch, oh sorry. Falsch und Freunde und Kollektiv. Oh, ne? Ja. Hier geht's zu einer Folge von Hollywood-Schauspielern erraten. Das war auch mit so einem Kronenschauspieler. Das ist auch sehr, das habe ich ja in der Nase. Lass es einfach nehmen jetzt. Dankeschön. Meine Nase gebrochen. Ja, Nase gebrochen.